No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo causaré. Pa' serte sincero, un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, yeah, yeah. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und? Tamara Mecher ist wieder dabei. Genau, und das ist unser Thema. Das ist unser Blumenarrangement aus dem Garten mit ein bisschen dazu gekauften Blumen und ganz klasse Zitronen. Und ich würde es gerne einmal drehen für euch. Das ist in so einem älteren Vintage-Pokal, den ich schon lange habe. Und da wir morgen Besuch bekommen, habe ich gedacht, ich mache wirklich mal was Luftiges, Leichtes, Sommerliches. Das sind Herzensmenschen, die morgen kommen. Und da war mir das total wichtig. Und ich bin gespannt, was sie morgen sagen. Aber ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie das nämlich funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Bin ich heute durch den Garten gegangen und habe gedacht, gut, wir bekommen morgen Besuch und dann machen wir mal so richtig ein schönes Blumenarrangement, aber richtig sommerlich. Und dann bin ich einmal durch den Garten gegangen und habe, guckt mal, Micha, wir zeigen euch das mal, finde ich, also ich weiß nicht, das ist ein riesen Busch, der geht riesen, also bis nach oben hin und dieser Bauern Jasmin, ein paar Ameisen sind auch noch dran, hat so wunderschöne grüne Blätter und die Blüten, der duftet fabelhaft. Er ist schon relativ viel verblüht, aber es ist mir eigentlich relativ egal. Man kann da so ein bisschen abzupfen. Wir gucken einfach mal, wie wir das heute hier in unsere Basis, und die steht nämlich vor mir. Das ist einmal so, man sagt da auch ein Pokal zu, so ein bisschen im Vintage-Look, in Zink in Vintage-Look. So ein bisschen rostig sieht das aus. Und ich finde, ein super Kontrast ist da gelb. Also ich finde dieses Zitronengelb, wir haben Sommer, wir möchten eine schöne, blumige, frische Sommerdeko. Das ist mir ganz wichtig morgen für unseren Besuch. Das liegt mir sehr am Herzen und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ich hoffe, dem Besuch gefällt es morgen. Und dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht, was wir aus dem Garten haben. Da haben wir einmal, habe ich mich entschieden heute für den Frauenmantel, weil das hier auch in das Gelbliche geht, also das Grün in das Gelbliche hier rein, finde ich wunderschön. Und Wiesenmargarite, ganz toll, wird auch, guck mal, ist schön, oder? Mhm. Wird auch richtig, richtig hoch. Das heißt, wenn ihr ein großes Blumenarrangement haben möchtet, mit Höhe ist die natürlich perfekt, weil die wirklich sehr groß wird. Und die Glockenblume, da haben wir die eigentlich in diesem blau-lila Ton hier bei uns im Garten. Und ein paar weiße habe ich heute gefunden. Die möchte ich gerne auch da drin haben. So wie das Schleierkraut. Das hatten wir ja in unserer Rosenbepflanzung. Und ich hatte heute wirklich ein Problem. Ich war mit einer Freundin los. Die musste mit mir in mehrere Läden, weil ich kein Gelb gefunden habe. Und dann haben wir doch noch diese wunderschöne gelbe Rose gefunden. Die ist jetzt ein bisschen kürzer, aber auch die kommt damit rein. Dann habe ich den Hasendrahtzaun, sage ich einfach mal, das Gitter. Fantastisch, kann man für so viele Deko-Ideen gebrauchen. Kann ich nur empfehlen, sich das anzuschaffen. Dann ein Seitenschneider, eine Schere und eine Gartenschere. Und nicht zu vergessen, ich hatte jetzt nichts anderes. Diese Schaschlikspieße habe ich noch gefunden. Ja, und ich glaube, das war's. Die Zitronen hast du vergessen. Ach so, wirklich? Ja gut, die Zitronen, genau. Die Zitronen, da gucken wir zum Schluss, ob wir die da mit reinkriegen.
von diesem Draht, da haben wir uns jetzt einfach ein Stück abgeschnitten. Da hatte ich noch ein angefangenes Herz. Hier oben könnt ihr mal in der Infobox gucken, da hatten wir ein Herz mit Moos gefüllt, genau. Und da hatte ich zwei Stück gemacht und das war der Rest. Das hat Micha mir gerade mal eben schnell gecuttet. Und dann kann man das so ein bisschen zusammendrücken. Und fantastisch ist es wirklich, wenn man so ein Blumenarrangement machen will. Jeder macht es natürlich anders, aber guck mal, es passt perfekt. Und wenn da jetzt zu viel Draht ist, könnt ihr natürlich das noch ein bisschen abschneiden, cutten. Aber ich glaube, so müsste das perfekt sein. Und ihr könnt eure Blumen und Äste da jetzt wunderbar reinstecken. Und es hat einen tollen Halt. Und jetzt kommen wir mit dem Wasser. Und jetzt füllen wir hier nämlich schon. Also da brauchen wir kein Glasgefäß reinstellen, weil dieses Gefäß ist wasserdicht. Und wir füllen es jetzt schon mal mit Wasser. Ich würde mal so sagen, das reicht. Wichtig ist natürlich, dass das Gefäß sauber ist, damit da keine großartigen Fremdstoffe, Bakterien sich nachher bilden können. So, Wasser ist drin. Hier habe ich einen riesengroßen Ast. Also diese Teile hier, wo jetzt nichts mehr dran ist, das kann man sich natürlich gerne abmachen. Ich gucke jetzt aber einfach, ich möchte eigentlich die Blumendeko, dass das hier auf dieser Seite ein bisschen höher ist und so ein bisschen abfällt nach unten. Und ich gucke einfach, ob ich jetzt mit diesen Ästen hier von mir rechte Seite, von euch praktisch links, mir jetzt ein bisschen abschneide. Und dann hier unten auf alle Fälle den Ast, das muss jetzt leider sein, erstmal von allem befreie, damit der Stiel in das Wasser geht, ohne dass da irgendwelche Blätter dran sind oder so. Und ich glaube, so könnten wir schon mal ein bisschen schiefer stecken. Und ich glaube, guck mal, so zur Seite weg, müsste das eigentlich gut sein. Ich werde mir jetzt hier diese Äste noch mal abschneiden, damit wir wirklich nur noch die Blätter haben. Bevor ich meinen Ast jetzt ins Wasser stelle, schneide ich ihn unten noch mal ein bisschen rein. Kann man das so sehen? Genau, einmal hier nur ein bisschen rein, damit der Ast noch besser sich das Wasser ziehen kann. Ich stecke ihn jetzt hier noch mal so seitlich in den Topf. Dieser Ast zum Beispiel hat noch wunderbare Blüten. Kann man sehen, ne? Bis oben hin wirklich alle noch schneeweiß. Und da gucke ich jetzt einfach mal, mache mir jetzt hier unten trotzdem noch mal wieder das ab, was nicht ins Wasser soll. Und ich finde den natürlich mittig, gerade so mit den Blüten, finde ich das eigentlich sehr, sehr schön. Und da könnt ihr jetzt gucken mit der Höhe, könnt ihr ein bisschen spielen. Ich glaube, ein bisschen kann er noch kürzer. Guckt einfach und so schneidet ihr euch das ab. Ich werde jetzt erstmal für die Basis, das heißt eigentlich für die grünen Blätter. Jetzt sieht man hier, geht es einmal ein bisschen zur Seite und ich versuche jetzt so ein bisschen mir hier die Basis zu stecken. Und ich glaube, das wird euch ein bisschen langweilig und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ein bisschen rumgeschnippelt, ein bisschen geguckt. Das ging aber relativ fix. Ich hatte einen Ast, der ein bisschen nach vorne kippt. Den habe ich nochmal gecuttet und nochmal ein bisschen schräg in das Gitter reingesteckt, damit er so ein bisschen nach hinten kippt. Und ich finde, es ist eigentlich so von der Basis, finde ich das wirklich, wirklich schön. Das gefällt mir wirklich super. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt mit der goldenen Inka-Lilie, weil das ist die größte Blüte von allen und ja, die gibt natürlich ein ordentliches Statement, oder? Sieht wirklich schön aus. Also ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ich gucke jetzt einfach mal von der Höhe, wo ich sie mir hier positioniere. Ja, die ist sehr hoch. Das heißt, ich schneide mir erstmal hier ein Stück ab. Oh, die ist hübsch. Gefällt dir das auch? Die ist sehr hübsch, ja. Ja, und ist die Höhe, ist natürlich immer schwierig hier hinten, ich weiß, ein Teller, aber das ist so eng hier und dann mit dem Teller hin und her drehen, versuche ich das immer. Ich könnte hier gleich nochmal eben nach vorne gehen, aber Micha kann ja auch mal sagen von der Höhe. Ist gut.
Ja, und für mich ist es wichtig, dass man das von beiden Seiten, das soll in der Mitte vom Tisch stehen. Das heißt, wenn man da sitzt, damit man die Blüten sehen kann, aber auch von dieser Seite. Und deswegen werde ich jetzt hier auch etwas tiefer eine Blüte reinsetzen. Ich habe jetzt nochmal von vorne geguckt und mir passt das so ein bisschen besser. Das heißt, die goldene Inka-Lilie hat jetzt auch ihren Platz gefunden. Und dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich gucke. Und ich würde einfach mal sagen, dann nehmen wir hier mal die Wiesen-Margarite. Und die bringt nochmal so richtig tolle Frische mit rein. Gerade jetzt hier mit diesem Gelb und Weiß. Ich zeige euch das nochmal eben. Ist schön. Mhm. Und hier ist es jetzt wichtig, also was ich immer mache, ich entferne jetzt erstmal alle Blätter, damit sie richtig schön clean ist. Und ja, was natürlich das Allerwichtigste ist, dass in das Wasser keine Blätter kommen, damit das Wasser schön sauber bleibt. Als nächstes nehme ich den Frauenmantel. So wunderschön. Und da fülle ich jetzt erstmal hier überall meine Lücken mit auf. Und das ist ein ganz toller Lückenfüller, weil er auch so, ja, so fein eigentlich ist und so zart. Und das passt natürlich richtig, richtig schön. Und super jetzt auch hier mit der Margarite. Also mir gefällt das wirklich gut. Und da befreie ich jetzt natürlich auch wieder darauf achten, dass die Blätter nicht ins Wasser kommen. Und jetzt können wir die super hier mit reinmachen. Was auch schön ist, wenn man den ein bisschen kürzer macht und einfach hier unten auch, dass man nach unten hin auch das Grüne zum Gefäß. Da mache ich mir jetzt so ein paar kurze Stücke, damit der Übergang nach oben hin ja richtig schön fließend ist. Die zarte Glockenblume, die versuchen wir einfach hier nochmal so richtig schön. Guck mal, das passt doch gut, oder? Ja. Das haben wir wirklich alles, dass sie so ein bisschen nach oben springen, weil die jetzt auch ganz schöne Höhe hat. Da passt das natürlich total gut. Und die drei Stiele, die arbeite ich hier nochmal mit rein. Unser Schleierkraut finde ich auch richtig toll. Guck mal, wie sie jetzt blüht. Und wir haben noch ganz viele kleine Knospen, die wirklich noch alle aufgehen. Und ja, das bringt jetzt natürlich, und ich finde, das passt hier auch zum Look, wirklich nochmal richtig Romantik und ja, Leichtigkeit mit in dieses, ja, in dieses Blumenarrangement, sage ich jetzt mal. Und den werde ich hier jetzt nochmal mit reinstecken. Und jetzt könnt ihr ganz vorsichtig die Blütenblätter, also wirklich ganz, ganz vorsichtig so nach außen. Guck mal, hier ist ordentlich was drin, oder? Da ist richtig was drin, ja. Das ist so richtig schön blumig. Also wirklich, wenn man das so macht, das ist wie Sommer pur. Guck mal, hier kann noch mal einer ab. Aber das Schleierkraut haben wir jetzt hier auch noch mal überall, hups, jetzt mache ich das schon wieder raus, eingearbeitet. Wie gesagt, hier hinten habe ich es genauso gemacht. Ich drehe es nachher einmal um, damit wir wirklich das komplett von allen Seiten auch wirklich richtig schön blumig haben. Ja, ich werde jetzt hier noch mal so ein kleines Stück hier unten reinmachen. Wie gesagt, damit der Übergang auch immer sehr schön ist zum Gefäß. Und jetzt machen wir mal weiter. Und zwar habe ich jetzt hier heute Glück gehabt und wir haben die Rosen bekommen. Und was man, ich zeige euch das mal. So ist die Blüte natürlich noch wunderschön und noch sehr geschlossen. Wenn ihr jetzt aber so ein Arrangement habt und ihr möchtet, dass die Blüte, ja, so sieht sie ja aus, ein bisschen geöffnet oder, wie sagt man, mehr Volumen bekommen soll, dann könnt ihr jetzt ganz vorsichtig, kann man das so sehen, hier die Seiten abmachen. Und jetzt könnt ihr ganz vorsichtig die Blütenblätter, also wirklich ganz, ganz vorsichtig so nach außen. Also einen kleinen Unterschied sieht man, oder? Ja. Guck mal, die habe ich jetzt ein bisschen geöffnet. In der Mitte habe ich ein bisschen reingepustet
Und das kann man natürlich machen, wie man gerne möchte. Aber ich finde gerade jetzt hier, wenn das doch ein größeres Arrangement ist, dann kann man die Blüte ein bisschen so öffnen. Wie gesagt, ein bisschen unten abbrechen, öffnen, in der Mitte pusten. Die sind relativ kurz und klein. Mit großen Blüten kann man das wunderbar machen. Aber ein bisschen Volumen haben wir damit gewonnen. Und ja, ich spitze jetzt auch an und werde jetzt die Rosen hier in unsere Vase mit einarbeiten. Auch die ist wunderschön geworden. Wenn man den Vorher-Effekt sieht, gut, der ist ein bisschen braun hier und jetzt geöffnet, wundervoll. Und das ist, ja, gibt wirklich richtig nochmal ganz tolle Fülle und setzt nochmal echt einen guten Statement hier. Das ist doch wirklich schön. Ja, und was kostet sowas jetzt, so ungefähr? Also ausgegeben habe ich heute exakt 10 Euro. Oh, das ist günstig. Das ist günstig, oder? Ja, das ist richtig günstig. So, ein paar andere Sachen, die kann man sich auch so mal schneiden. Blumen findet man auch überall. Und ich habe wirklich exakt heute im Blumenladen 10 Euro ausgegeben. Das stimmt nicht. Und die Zitronen, die habe ich noch geholt. Und die kommen natürlich jetzt hier rein, weil das war ja eigentlich so das Thema. Und ich habe jetzt hier, was ich habe, sind die Schaschlikspieße. Und das mache ich jetzt auch. Ich spieße mir die einfach eben hier so auf. Es riecht richtig schön zitronig. Und ich gucke jetzt, komme einfach mal ein bisschen nach vorne, weil ich bin ja wirklich nur da hinten. Und gucke jetzt einfach, wo wir die hier... Ach, das wäre doch eigentlich auch eine Idee für eine Zitronenhochzeit. Ja. Gibt es doch, oder? Das stimmt. Ja, 10 Jahre, glaube ich. Ehrlich? Nee. Nee, 15. Ihr wisst das bestimmt. 10 ist hölzerne, das weiß ich definitiv. Und ja, das ist eine tolle Sache. Aber auch andere Hochzeiten braucht man ja keine Zitronen reinmachen. 12,5. 12,5, wirklich? Okay. 12,5. Fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich die hier reinmache. So, da cutte ich mir jetzt hier mal eben den Stiel. Und jetzt arbeite ich hier meine Zitronen noch mit ein. Ihr Lieben, es duftet wunderbar nach Zitrone. Es ist so, so schön. Nicht nur der Jasmin, sondern auch die Zitronen. Und Micha, willst du mal riechen? Ja. Ihr könnt leider nicht, aber ihr könnt es sehen. Und wir hoffen sehr, dass wir euch mit diesem Blumenarrangement inspirieren konnten. Dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch, wisst ihr, sehr freuen. Oder aktiviert die Glocke, abonniert uns kostenlos. Dann natürlich die Glocke aktivieren. Und folgt uns auf Instagram. Da machen wir jetzt immer mehr Highlights, da tasten wir uns auch ein bisschen mehr ran. Und ja, wir hoffen wirklich, dass euch dieses Thema gefallen hat. Und was ich nochmal sagen möchte, auf Hof Oelkers haben wir noch Rabatt. Ihr wisst, ich bin da und 10% Sommerrabatt. Ich finde, das lohnt sich immer. Guckt doch mal gerne vorbei. Da sind immer schöne Artikel. Also ihr Lieben, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Eure Conny, bis die Tage. Und euer Michael, der Kameramann. Genau, der auch bald zu sehen ist, ne? Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Solo tú comes el pastel, con estilo siempre te vas.